3, 2, 1 und bitte. Guck drauf. Und mit diesem kurzen Einspieler darf ich euch recht herzlich zum Making-of von Antithese begrüßen. Mein Name ist Jonas, ich bin der Regisseur und Drehbuchautor von Antithese und ich habe heute das Vergnügen, euch in den kommenden Minuten so ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte von Antithese zu erzählen. Ein paar Leute haben im Vornherein schon Fragen gestellt, danke dafür schon mal an dieser Stelle. Ich hoffe, die Fragen werden im Verlauf des Videos einigermaßen beantwortet. Co-Regisseur Tom lässt sich entschuldigen, der muss noch Sachen fürs Weekend of Hell vorbereiten, wird aber im Verlauf des Videos bestimmt öfter mal zu sehen und auch zu hören sein. Los geht's! Angefangen hat das Projekt Antithese so gegen Ende 2014 und zwar einfach damit, dass der Thomas Binder einfach mal so ein paar Leute connecten wollte mit dem Ziel, eine Filmcrew auf die Beine zu stellen, die dann vielleicht irgendwann in fernerer Zukunft auch mal ein filmisches Projekt auf die Beine stellt. Mich hat er auch gefragt und da ich eigentlich schon länger vorhatte, auch mal filmisch aktiv zu werden, war ich da relativ angetan davon. Es gab also schon so eine grobe Crew und es gab auch eine Bereitschaft zum Filmen. Das ist aber ohne ein Drehbuch nicht wirklich produktiv und deshalb habe ich mich einfach eines Abends mal hingesetzt und habe einfach mal losgesponnen und so die Grundidee zur Antithese entwickelt. Und diese Grundidee war dann letztlich auch gar nicht so weit von dem entfernt, was dann zur Antithese wurde. Es war recht früh klar, dass es wohl um Dämonismus gehen sollte, beziehungsweise um Besessenheit. Es sollte auf jeden Fall auch eine Beziehung zwischen zwei Menschen im Mittelpunkt der Geschichte stehen. Und es war auch klar, dass es eben nicht nur irgendeine Dämonengeschichte sein sollte, sondern dass es auch noch so eine Art Kniff gibt. Und dieser Kniff war dann das, was letztlich dann später zu der Geschichte in der Geschichte wurde. Also zu Stevens Roman und zu dem, dass das, was er schreibt, eben einen großen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte nimmt. Das Rad haben wir sicherlich nicht komplett neu damit erfunden, aber in dieser Kombination gab es das auch noch nicht so oft. Und das war uns schon auch wichtig, dass wir eben nicht nur irgendeine Standardgeschichte erzählen. Bis das Drehbuch dann stand, sind nochmal bestimmt 3 Monate vergangen. Die Crew hat sich über weite Teile ausgetauscht in dieser Zeit, beziehungsweise war gar nicht so wirklich komplett. Und wir haben dann so eine Art Videocasting gemacht. Also wir haben einen Aufruf gestartet, dass wir Schauspieler suchen und haben dann Interessierten das Drehbuch zugeschickt. Und sie haben uns dann einen kurzen Ausschnitt aus diesem Drehbuch aufgenommen auf Video und uns wieder zugeschickt. Dieser Casting-Aufruf läuft auch gerade schon im Hintergrund und den spielen wir einfach mal kurz an. Die Hütte, in der wir dann tatsächlich gedreht haben, haben wir erst ein paar Monate später entdeckt. Der Film handelt im Grundsatz von einem Schriftsteller, Steven, der mit seiner Frau, Mir, der Großstadt entflieht, um endlich in aller Seelenruhe an seinem neuen Buch zu arbeiten. Steven schreibt über Okkultismus und wie es der Zufall so will, beschwört er dabei einen Dämon. Und nun muss er diesen Dämon bekämpfen und ein Schriftsteller hat natürlich nur eine Waffe dafür, seine Schreibmaschine. Grundsätzlich erwartete ich da eher psychologischer Horror. Wir haben aber auch die ein oder andere Splatter-Szene mit dabei und ein bisschen nackte Haut gibt's auch zum Sehen. Im September 2015, also fast ein Jahr nach Startschuss des Projekts, war es dann soweit und wir haben endlich angefangen zu drehen. Gedreht haben wir in St. Wolfgang im Salzkammergut in Österreich. Die Hütte, die man im Film sieht, kann man übrigens mieten und wer mal Lust auf ein entspanntes Wochenende im Grünen hat und dabei vielleicht auch noch eine Filmlocation besuchen möchte, dem kann ich das Ganze wirklich nur ans Herz legen. An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal bei Familie Kogler für die Gastfreundschaft bedanken. Wir hoffen wirklich, dass wir keine bleibenden Blutspuren hinterlassen haben. Die Rolle der Mia wurde mit der Wienerin Miriam Fontaine besetzt, Steven wird verkörpert von Günter Brandl, Kamera hat der Thomas Binder gemacht, der Oberbeleuchter war der Martin Faltermeier. Den Ton hat der René Bittmann gemacht und das Make-up und die Eiskaffee-Beauftragte war Angelika Aunitzki. Insgesamt waren wir 5 Tage in dieser Hütte und haben dort den Hauptteil von Antithese gedreht, mit vielen Höhen und auch leider so einigen Tiefen. Am ersten Tag ist uns gleich mal vom Kamerasleiter die Gewindeschraube in der Kamera abgebrochen und fortan konnte man diese Kamera nur noch per Hand halten, was natürlich im Verlauf eines Filmdrehs, der eigentlich auf 2 Kameras ausgelegt wurde,
nicht wirklich optimal war. Auch die Zeitrafferaufnahmen, für die wir extra einen Elektro-Slider besorgt haben, haben leider überhaupt nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ausgeholfen hat uns dann glücklicherweise der Thomas Kurat. Danke auch nochmal an dieser Stelle. Auch Probleme mit dem Ton haben wir so manche bekommen, sei es aufgrund von Umgebungsgeräuschen, weil wir nun mal einfach auf einem Bauernhof gedreht haben und dort kommen einfach seltsame Geräusche vor. Oder auch, weil die Räume in der Hütte zum Teil so eng waren, dass man das Mikrofon kaum so ausrichten konnte, dass man den Ton gut mitnehmen konnte, ohne dass das Mikrofon im Bild war. Und das hat uns auch einige Nerven gekostet. Gut gelaufen ist natürlich auch viel, sogar viel zu viel, um das jetzt hier aufzuzählen. Und insgesamt war es, auch wenn es durchaus mal stressig war und wenn mal was nicht geklappt hat und es auch schon ein paar Konflikte gab, echt eine coole Zeit mit brutal viel coolen Leuten und die wir auf gar keinen Fall irgendwie missen möchten. Geendet hat der Dreh in St. Wolfgang dann mit einem blutigen Grande Finale, bei dem wir sicherlich 4 Liter Kunstblut durch Günter Brandls Hals gejagt haben. Die Bettwäsche und die Matratzenunterlage haben wir übrigens selber mitgebracht und wir haben auch die Wand abgeklebt, falls es dann doch etwas mehr suppt als erwartet. Das soll uns ja keiner vorwerfen können, dass wir es nicht wenigstens probiert hätten. Am nächsten Tag ging es dann direkt weiter nach Wien, um den Prolog zu drehen. Alle waren hundemüde und erschöpft von der Woche. Es war ein Sonntag, es hat den ganzen Tag über geregnet und es war im Schnitt dann auch echt eine Herausforderung, es zumindest halbwegs so aussehen zu lassen, als ob Steven wirklich in einer belebten Stadt wohnen würde. Denn wenn das nicht geklappt hätte, dann wäre dieser ganze Monolog zu Beginn des Films Menschen, überall Menschen, einfach total für die Katz gewesen. Im Großen und Ganzen hat es ganz gut hingehauen, gerade dafür auch, dass wir diesen Dialog wirklich in relativ kurzer Zeit abdrehen mussten. Danach war dann erstmal eine Weile Erholung und auch Abstand angesagt. 5 Drehtage klingen jetzt vielleicht für Außenstehende nicht so viel, aber es war einfach auch mal Zeit, das Projekt Antithese mal ein bisschen ruhen zu lassen und einfach neue Kraft zu sammeln. In dieser Zeit haben dann auch der Tom und ich den Rohschnitt angefangen. Wir mussten feststellen, dass wir so einiges an Material verloren haben. Wir haben beinahe Herzinfarkte bekommen und haben glücklicherweise auch bestimmtes Material wiedergefunden und konnten dann so schlussendlich einen ersten Rohschnitt von Antithese zusammenbasteln. Zu dem Zeitpunkt gab es dann noch 2 Szenen, die ausstanden. Eine Albtraumsequenz und dann noch der Epilog des Films. Die Albtraumsequenz haben wir im März 2016 gedreht. Davor haben wir wirklich monatelang nach einer Location gesucht, in der man Kunstblut verschütten kann, ohne dass man danach eine Renovierung noch bezahlen müsste. Aber es sollte schon eben auch ein paar Komfortzonen dabei sein. Und da kam dann wieder unser Lichtchef Martin ins Spiel, denn der hatte schon länger mal Lust, sowas zu produzieren, sowas Abstraktes, Albtraumhaftes. Und er hat dann die Regie für diesen Dreh übernommen und hat gleich noch die Location mitgeliefert. Zu dem Albtraum möchte ich an dieser Stelle nicht mehr so viele Worte verlieren, denn dafür gibt es auf der DVD ein kleines extra Making-of. Nur so viel dazu. Inhaltlich ist die Sequenz vielleicht ein bisschen dünn, das kann man bestimmt so sagen. Optisch ist sie aber wirklich ein absolutes Brett und cooler hätte man das Ganze eigentlich fast nicht mehr gestalten können. Gerade im Hinblick darauf, dass die Szene auch gar nicht so aufwendig geplant war, entschädigt die Szene halt dann doch für so ein paar Sachen, die vielleicht im Filmverlauf dafür nicht so gut geklappt haben. An dieser Stelle auf jeden Fall mal ein Danke an Martin und natürlich auch an Melody Bayer, die wirklich stundenlang bei Pullovertemperatur mit eiskaltem Kunstblut überschüttet wurde. Und ja, natürlich auch Danke an den Boxclub SC Bavaria 20 Landshut dafür, dass sie die Location bereitgestellt haben. Dann stand noch ein letzter Drehtag in München aus. Nicole Lauer hat die Rolle der Psychologin übernommen, die versucht herauszufinden, was in dieser Berghütte so zwischen Steven und Mia vorgefallen ist. Die Szene kommt bewusst erst, nachdem der Abspann begonnen hat, denn ich wollte eigentlich schon, dass Antithese offen endet, aber ich wollte auch den Leuten, die noch so ein paar Fragen haben, zumindest noch ein paar Antworten am Ende geben. Das Ankreuzen der Schuldfrage ist mir erst am Tag davor eingefallen und diese Frage, ob Mia damit was zu tun hat oder nicht, wird die Psychologin auch nie klären können, denn Nicole hat in Wahrheit überhaupt nichts angekreuzt, sondern sie hat nur so getan. Tja, so ist es halt beim Film. Alles nur Show. Und jetzt ist Antithese endlich fertig und ich hoffe, ihr habt es nicht zu sehr bereut, euch die DVD gekauft zu haben. Ich war von Anfang an darauf bedacht, das Drehbuch so zu gestalten, dass es mit niedrigem Budget irgendwie umsetzbar war. Und natürlich sahen auch so ein paar Sachen in meinem Kopf ganz anders aus, als sie dann letztlich im Film waren. So sollte zum Beispiel der Konflikt zwischen Steven und der besessenen Mia einfach eine deutlich sexuellere Spannung haben, die dann vielleicht am Ende nicht im Film nicht ganz so rüberkam, wie das angedacht war. Vielleicht auch, weil es auf
Darstellerseite nicht ganz so die Bereitschaft dafür da war, das jetzt so darzustellen, ohne dass ich da jetzt irgendwie im Nachhinein nochmal irgendwie ein großes Fass oder so deswegen aufmachen wollen würde. Aber gut, ich denke, als Drehbuchautor die Regie zu übernehmen, ist sowieso nie so ganz optimal, denn den Film, den man im Kopf hat, wird man in der Realität wahrscheinlich eins zu eins nie so umsetzen können. Ich denke, im Großen war es schon noch irgendwie meine Version oder soll ich sagen Vision von Antithese. Im Nachhinein würden der Tom und ich wohl auch, was die Umsetzung und die Planung betrifft, so einiges ganz anders machen, aber ich denke, das verbucht man auch einfach ein Stück weit unter Lehrgeldzahlen. Für Filmverhältnisse haben wir wirklich ein super geringes Budget gehabt und dafür, denke ich, haben wir eh einiges rausgeholt. Manche Sachen kann man halt auch einfach finanziell nicht mehr stemmen. Das Einzige, was ich bei künftigen Projekten wirklich versuchen würde, anders zu machen, wäre, dass ich irgendwie versuche, eine Nachsynchronisation noch irgendwie in dieses Budget reinzuquetschen. Denn wir haben halt leider einfach so ein paar Tonmarken drinnen, die man mit einer Synchro dann hätte ausbügeln können. Aber man muss halt auch sagen, dass am Ende dafür einfach dann kein Geld mehr da war. Und irgendwo muss man dann bei einem Kurzfilm, der sowieso nie große Gewinne einbringen wird, halt vielleicht auch einfach mal einen finanziellen Schlussstrich ziehen und sagen, das war's jetzt dann einfach. Im Großen und Ganzen bin ich jedenfalls für meinen Teil mit Antithese recht zufrieden und auch wenn vielleicht nicht immer alles so geklappt hat wie gehofft, war es trotzdem echt eine coole Zeit. Ich durfte viele neue Leute kennenlernen, von den Leuten sind auch viele zu neuen Freunden geworden und ich konnte auch mir diesen Traum, einfach mal so einen Film zu machen, erfüllen und ja, ich denke, das ist dann am Ende auch einfach wichtiger als die absolute filmische Perfektion. Abschließend möchte ich nochmal Danke sagen an alle, die mitgemacht haben und alle, die das Projekt unterstützt haben. Und ich verweise nochmal auf die Danke-Sektion in den Credits. Alle Leute, die dort aufgeführt werden, die haben definitiv ein fettes Danke verdient. Alternatives Ende.